Glück auf, ihr Knappen! Was ist los? Ja, wir reden heute über das Geilste auf der Welt, den FC Schalke 04. Und Leute, wer Schalker ist, der weiß, das ist wie Karneval im Pott, immer schön auf die Fresse und trotzdem feiern wir weiter. Was willst du machen, ne? Ey, früher, da war Schalke ja richtig am Ballern, ne? 30er Jahre, Schalker Kreisel, das war Fußball, meine Freunde. Die Gegner wussten gar nicht, was abgeht. Die dachten, wir tanzen Tango. Heute ist es eher so, Walzer mit zwei linken Füßen. Aber was soll's? Wir haben doch früher auch das Kreisliganiveau weggekloppt, oder? Ey, auf Schalke? Junge, da hast du mehr Höhen und Tiefen als bei der Achterbahn im Moviepark. Mal Meisterschaftshoffnung und dann... Zack, zack, bist du wieder inne zwei. Liege. Ist so, als würdest du beim Monopoly immer auf Geh ins Gefängnis landen, während die Bayern ständig die Schlossallee mit Hotels vollballern. Und dann die Trainer. Ey. Ey, Trainer auf Schalke zu sein, das ist wie ein befristeter Arbeitsvertrag bei Amazon. Weißt du direkt, ich bin hier nicht für die Rente. Wir schmeißen die so schnell raus, die kennen nicht mal die Putzfrau, wenn sie gehen. Jeder Trainer, der kommt, ist schon mit einem Bein auf dem Absprung. Da sagst du dir, gleich wird der Baum noch gefällt, bevor er Wurzeln schlägt. Ja, Bayern, die mit ihrer Mia San Mia Kacke. Ey, die haben schon 3 Spiele gewonnen, bevor die Saison losgeht. Und dann sagen die, oh, wir haben wieder die Meisterschaft geholt, wie langweilig. Ja, kein Wunder, bei uns ist halt Action. Da weißt du nicht, ob wir aufsteigen oder den Busfahrer als Innenverteidiger aufstellen müssen. Ey, wisst ihr noch die Eurofighter? Junge, wat ne Zeit. Damals haben wir ganz Europa gezeigt, wo das faul gemacht wird. Heute? Heute sagen sie in der Champions League, Schalke, wat ist das? Ist das nicht die Truppe aus der zweiten Liga? Ey, wir waren mal ganz oben. Aber wat soll's? Wir waren auch schon so tief unten, dass wir als Kumpeltruppe einen Kanarienvogel als Rettungshubschrauber gebraucht hätten. Und trotzdem, ey, wir Schalke-Fans, wir halten immer zusammen. Das ist wie eine Ehe, nicht immer schön, aber das gibt was zu erzählen. Schalke-Fan zu sein, das ist wie verheiratet sein mit einer Frau, die immer die Pfanne auf den Kopf haut. Aber du gehst trotzdem nicht weg. Immer Stress. Aber ey, ohne den Stress, da wird was fehlen. Wenn Schalke spielt, dann ist das wie mit einem kaputten Fernseher. Du weißt, er geht gleich kaputt, aber du kannst einfach nicht wegschalten. Ey, und das Beste ist ja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Eines Tages holen wir den Pott, Freunde. Wenn die Bayern nicht mehr mitspielen, vielleicht. Oder wenn der DFB sagt, so, jetzt reicht's, jetzt darf Schalke mal. Tja, aber was soll's? Wir sind nicht wegen der Titel hier. Wir sind hier, weil wir Masochisten sind. Das ist wahre Liebe, Freunde. Ich sag euch, egal was kommt, Schalke bleibt Schalke. Und solange wir noch im Pott was zu lachen haben, ist auch alles in Butter. Hauptsache, der Pilz läuft und die Pommes-Schranke sind frisch. In diesem Sinne, Glück auf, bleibt sauber und lasst euch vom nächsten Trainer nicht überraschen. Schalke, das sind wir, mit allen Macken und trotzdem immer geil.